Liebe Schwestern und Brüder in Christus, unserem Herrn. Um Gottes Willen, diesen Ausruf kennen wir. Er ist meist ein Ausruf des Erschreckens. Um Gottes Willen, das kann doch nicht wahr sein. Um Gottes Willen, das wird doch hoffentlich nicht passieren. Um Gottes Willen, das ist jetzt aber wirklich eine große Herausforderung. Um Gottes Willen, anders formuliert oder ausführlicher gesagt, das kann doch nicht Gottes Willen sein, dass das jetzt passieren wird oder dass mir das jetzt aufgebürdet wird oder dass uns das jetzt bevorsteht. Um Gottes Willen, das kann doch nicht Gottes Willen sein. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir, jeder Einzelne von uns, wir haben eine Vorstellung von dem, was passieren müsste, und wir sind erschrocken, wenn es nicht so kommt. Denn manchmal ist der Wille Gottes etwas anderes als das, was wir wollen. Wir haben ein Wollen, aber dann ist da eben auch noch dieser Wille Gottes. Natürlich, wir beten im Vater unser immer, brav, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und natürlich meinen wir auch, was wir beten, weil wir vertrauensvoll unser ganzes Dasein in die Hände Gottes des Vaters legen wollen, so wie Jesus das getan hat. Und wir sind auch überzeugt, er wird am Ende alles gut sein lassen, gemäß seinem Willen alles zum Guten führen. Aber dennoch, die alltägliche Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Da gibt es das menschliche Wollen und den göttlichen Willen. Davon erzählen uns heute sowohl der Apostel Petrus im Römerbrief als auch das Matthäusevangelium. Da heißt es sehr deutlich von Jesus, als er seinen Jünger zurechtweist: Du willst nur das, was die Menschen wollen. Und du fragst dich nicht nach dem, was Gott will. Und beim Apostel Paulus im Römerbrief, er formuliert in eine ganz ähnliche Richtung. Er sagt: Gleicht euch nicht dieser Welt an. Denn handelt auf eine andere, auf eine neuere Art und Weise. Er formuliert es sehr deutlich. Wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Er fordert uns auf, nicht in unserem Wollen hängen zu bleiben, sondern den Blick zu weiten auf den Willen Gottes. Denn offensichtlich gibt es da eine Differenz zwischen dem menschlichen Wollen und dem göttlichen Willen. Nicht nur im Umfeld derer, die zu Jesus gehörten, seinen Jüngern und in der frühen Kirche, sondern eben auch heute bei uns, vielleicht auch in uns. Die erste und wichtigste Frage ist natürlich: Wissen wir eigentlich, was wir wollen? Haben wir eine Vorstellung davon, was wir wollen? Wir haben vielleicht einen Plan. Wir sind größer geworden, älter geworden. Wir haben einen Partner fürs Leben gefunden. Wir haben Familie gegründet. Wir haben Kinder, wir haben eine Arbeit, die zufrieden macht. Aber wir merken dabei, unser eigenes Wollen wird immer wieder und immer neu in Frage gestellt. Denn das eigene Wollen befindet sich in Konkurrenz zu dem Wollen der anderen. Es gibt nicht wenige Menschen, die Kinder als etwas ansehen, was das eigene Wollen verhindert. Da wird ein Eigeninteresse in den Vordergrund geschoben, der sich plötzlich in einen Konflikt begibt
mit dem, was eigentlich ein Gemeinwohlinteresse oder ein Gemeinschaftsinteresse sein könnte. Und dann zu wissen, was wir eigentlich wollen, ist gar nicht so einfach. Und wenn wir etwas wollen, ist das dann wirklich reflektiert? Nicht selten habe ich den Eindruck, dass es nicht nur Kindern und Jugendlichen so geht, dass wenn sie auf einem Plakat irgendwo in der Straße eine Werbung sehen, heute unbedingt etwas besitzen wollen, von dem sie gestern noch gar nicht wussten, dass es überhaupt existiert. Das Wollen scheint sich doch ziemlich schnell zu wandeln. Und deshalb, liebe Schwestern, liebe Brüder, kommen wir zu einem guten menschlichen Wollen nur, indem wir nach dem Willen Gottes fragen. Weil genau dadurch sichergestellt wird, dass das viele persönliche Wollen nicht egoistisch bleibt, sondern sich allen öffnet. Und weil genau so sichergestellt wird, dass es sich nicht nur um eine Idee, um einen spontanen Einfall handelt, sondern etwas Dauerhaftes, etwas Bleibendes. Und liebe Schwestern und Brüder, um diesem Willen Gottes nachzufühlen, um ihm auf die Spur zu kommen, brauchen wir Zeit, brauchen wir Muße, brauchen wir Ruhe. Ich habe in den vergangenen Tagen mit dem einen oder anderen gesprochen, der aus dem Urlaub zurückgekommen war und sagte, es war richtig gut, mal was anderes zu erleben. Die Kinder haben gespielt, mal fernab von den Alltäglichkeiten des Berufes, manche Dinge mal sacken zu lassen, einen neuen Blick auf die Dinge zu bekommen. Brauchen wir nicht solche Zeiten der Muße und der Ruhe auch in unserem Alltag über Urlaubszeit hinaus? Dass wir aufmerksam werden für uns selbst. Und wie könnten wir beitragen, dass das gelingen kann? Wie könnten wir uns selbst in dem Sinne etwas Gutes tun? Viele von uns sind, wie man neudeutsch sagt, always on. Wachen morgens mit dem Radio auf und gehen abends mit der Schlummertaste am Radio schlafen und sind den ganzen Tag durch irgendwie verbunden mit allen möglichen Menschen über die medialen Möglichkeiten, die uns heute zur Verfügung stehen. Und manchmal sogar zugemüllt von Nachrichten, wo eine Nachricht die andere hetzt und jagt. Wo ist da am Tag die Zeit, die Muße, die Ruhe, um darüber nachzudenken, was der Wille Gottes ist, für mich und für die, die mir anvertraut sind? Nicht selten geht es einfach vom einen Tag in den anderen Tag. Und mit geschlossenen Augen sagen wir dann weiter so. Aber gibt es nicht Augenblicke in unserem persönlichen Leben, in unserem gemeinschaftlichen Leben, auch in unserer Kirche, wo wir nicht sagen können, weiter so, sondern wo wir anhalten müssen und wo wir uns die Frage stellen müssen, was ist denn jetzt der Wille Gottes? Und schließlich, wie kommen wir, das ist eine zweite wichtige große Frage, auf die Spur danach, wie wir den Willen Gottes erkennen können. Denn er erscheint uns ja auf doppelte Art und Weise. Er ist ein Anruf von außen, aber eben auch ein Anruf von innen. Ein Anruf von außen, ein Schriftwort, das uns trifft. Ein Zeitungsartikel, der uns nachdenklich macht. Ein Widerfahrnis, das passiert. Eine Rückmeldung, die uns jemand gibt. Etwas, was uns ins Nachdenken, vielleicht auch in eine gute Verunsicherung hineinbringt. Ein Anruf von außen, der uns deutlich macht, sind wir noch auf der Suche nach dem Willen Gottes? Oder müssen wir uns nicht wieder neu orientieren? Müssen wir nicht neu denken, umdenken, wandeln, wie Paulus das nennt?
Und dann die zweite Art und Weise, der Anruf von innen. Denn wir spüren ja doch alle, es gibt immer wieder Augenblicke, in denen in uns etwas aufkeimt, wo wir merken, wir sind nicht ganz gesund an Leib oder Seele. Oder wir sind mit dem Lebensalltag hier oder da nicht ganz im Reinen, nicht ganz zufrieden. Oder wir merken, es gibt etwas, womit wir innerlich ringen und wo wir eine innere Klarheit suchen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, egal ob wir auf den Willen Gottes, auf die Suche nach dem Willen Gottes gehen, im Anruf von außen oder im Anruf von innen, die wir im Herzen nach Gottes Abbild geschaffen sind und seinen göttlichen Samen in uns tragen, egal ob von außen oder innen angerufen, wir brauchen immer eine notwendige Verinnerlichung. Eine Verinnerlichung dessen, was Gottes Wille für uns sein kann. Dass wir es für uns annehmen, dass wir es für uns erkennen und immer wieder dann auch neu in Frage stellen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, vielleicht zum Abschluss noch eine kleine Begebenheit vom gestrigen Tag, wo ich eine Trauung halten durfte und anschließend ein erfahrenes Ehepaar zu mir kam und sagte, dass dieses sich wandeln und immer wieder neu denken in der Ehe für sie eine große Herausforderung Zeit des Lebens gewesen sei und bis zum heutigen Tag. Im griechischen Text beim Paulus steht, wandelt euch, Metamorphose. Wir kennen diesen Begriff aus der Biologie und da meint er so viel wie das Durchlaufen verschiedener Entwicklungsstadien. Das heißt, wir wandeln uns und verwandeln uns, wir werden zu anderen und zu neuen. Und das ist das, was dieses Paar mir gestern auch spiegelte, dass ich das ganze gemeinschaftliche Leben in der Ehe und der Familie immer wieder neu gewandelt hat. Dass man an Grenzen gekommen ist, an Ränder, dass einem Kreuze aufgeworfen wurden, aber dass eben die Fähigkeit, nach dem Willen Gottes zu fragen und nicht nach dem eigenen Wollen, immer wieder dazu geführt hat, dass man zueinander gefunden hat und miteinander weitergegangen ist. Und dann, so sagte dieses Paar, das Spannende daran ist, dass es eine gute Erfahrung gewesen ist, weil es mehr Gerechtigkeit, mehr Liebe und mehr Einheit hervorgebracht hat. Offensichtlich gehört das, was Christus das Kreuz auf sich nehmen bei der Suche nach dem Willen Gottes, dass dies auch für uns eine gute und eine frohmachende und bestärkende Erfahrung sein kann. Wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut ist und vollkommen ist. Und damit Sie diesen Satz gut und einfach mitnehmen können, ein Merkwort für diese Woche. Warum ist der Kopf rund? Damit unser Denken die Richtung ändern kann.